Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr in einen Gürtel Löcher reinmachen könnt. Wenn ihr schmaler geworden seid oder abgenommen habt, dann braucht ihr natürlich mehr Löcher, als im Gürtel vorhanden sind. Deswegen müsst ihr dann entweder irgendwo hingehen und die Löcher machen lassen. Das könnt ihr aber jetzt ganz einfach selber machen. Ihr braucht dafür nur einen Schlitzschraubenzieher und einen Hammer. So, und dann geht es ganz einfach. Ihr nehmt den Gürtel. Ihr habt jetzt hier schon zwei Löcher drin. Die mache ich jetzt einfach nochmal nach. Dann nehmt ihr einfach den Schraubenzieher und legt ihn hier so hin, dass er genau da, wo ihr ihn haben wollt, da haut ihr dann drauf. Da, wo ihr das Loch haben wollt. Und ihr legt ihr dann den Schlitz nicht parallel zum Gürtel, sondern schräg. Also, dass der Schlitz dann hier so ist. Und dann dahin, so ungefähr in der Mitte. Und dann braucht ihr jetzt den Hammer und die haut jetzt einfach drauf. Dann habt ihr den schon drin. Jetzt müsst ihr ihn nur wieder rausbringen. Und dann habt ihr jetzt schon Loch. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Danach könnt ihr sehen, was dabei entstanden ist. Das macht ihr so in regelmäßigen Abständen, genauso wie hier, so ungefähr abschätzen. Einen hier. So. Und jetzt könnt ihr jetzt ganz normal wieder den Gürtel durchfädeln. Und dann könnt ihr sagen, da wo ihr es haben wollt, das sind jetzt die Löcher, da könnt ihr es dann durchmachen. Oder ins andere Loch, so eng wie ihr es halt braucht. Am Anfang geht es noch ein wenig schwerer, aber dann geht's. Und so schaut es dann aus. So macht man ganz einfach Löcher in einen Gürtel rein.